die Probe war. Das ist schon neben mir. Er ist schon an dir vorbei. Ich bin links neben dir. Wow. Es ist leer. Ja. Rechts in dir. Ja, ja, stehst du. Ich muss gleich vorbei lassen, dass ich noch ein bisschen schneller. Ja, Digga, hier ist eigentlich wenig Platz, um jetzt hier zu dritt lang fahren. Ja, ich bin in der. Oh, verbunst. War noch länger. Das ist eigentlich schon wieder. Ich hab fast noch schnell gefunden, ich muss mega kurz kommen. Deswegen noch zwei Plätze verloren. An den und den B. Jeep geht weit. Hast wohl auch verbremst. Jo, den B auch. Mega, ne? Ach, ich hab mega viel Zeit davor gespielt. Mein Fahrer ist irgendwie verbremst hat und den Körper mitgenommen hat, aber so ein Scheiß. Der Ski tut mir ja schon leid, ne? Jo. Vor ihm Lambo, hinter ihm Nissan, hinter mir Lambo. Weil ich jetzt total die Kurve scheiße genommen habe, das war's jetzt. Jetzt kommt Fahrkoi auf jeden Fall vorbei. Nee, mach das schon. Ich spürsch mich langsam wieder an. Bitte? Ich spürsch mich langsam an den Arm. Ja, war schön eng, aber trotzdem fährt zu. Mega, gell? Ja. Wobei, ich hab Fuck quite kurz berührt, das tut mir jetzt leid, aber. Ja, mich kann ich halt jetzt nichts ändern. Ja, mich hat auch einer das alles auch berührt, aber keine Schäden gehört, hat sich nicht gedreht. Gerade einfach nur, weil es langsam eng wurde. Oshibald. Ach, ich schieb wieder verbremst. Ich bin am Fuck quite dran. Die haben die im Moment so einen riesigen Vorteil. Mach die Tür zu, geh bitte. Geh bitte! Der Rechtsklick ist absolut ekelhaft. Ja, man kommt da extrem weit raus, ne? Na, was ist das durch Mundschatten, ne? Weniger Abtrieb. Da hat Farquhar dann auf dem letzten Stück auch so viel Vorsprung. Dass ich einfach nicht mehr rankomme.
Mann, ich muss mit dir auf Far Cry vorbei. Vorbeikommen. Aber komm halt mal an Schieb vorbei erstmal, ne? Ja. Oh. Das war knapp. Ja. Achtung, Fahrzeug kommt dann geflogen. Das war jetzt aber auch nur, weil ich eben im Gras war. Ja. Und er hat die Kurve perfekt erwischt. Einer fährt jetzt schon in die Box. Stimmt's? Stone. Ja, Stone ist in der Box. Oder wird aber wahrscheinlich durchfahren. Ja. Naja, ist der Zug gar nicht mal so blöd, jetzt schon an die Box zu gehen. Weil freie Fahrt halt, ne? So steht denn nicht bei der Strecke. Ja, schon genug. Schenk ich jetzt Borsch mit drauf. Was ist denn das für eine Gruppe da vorne? Chris und Jared, glaube ich. Ja, ich meine einfach nur so als. Was als. Oh mein Gott, so viel. Wir kämpfen ein bisschen Shitting und schön mit dem hier. Kann ich vielleicht klein wenig Zeit gut machen. Wäsch ist behindert vorne. Ich muss hier lupfen, weil ich schiebe so langsam war. Ja, ich würde schon sagen, du sechst du jetzt. Das hätte ich mir jetzt gerade abgeholt. Scheiße, ich bin zu weit rausgekommen. Ja. Aber du bist dafür. Ja, aber ich glaube, bis zur Kurve verändert sich das. Ja, auch nicht. Nicht unbedingt. Ich muss hier aufpassen, damit ich nicht in der Schein fahre. Oh, DMB-Alarm. Und da reingebremst wie so eine Atze. Ja, Digga, da musst du halt aufpassen, ne? Ich muss wegen euch eher bremsen. Da kam einfach angeflogen wie so Hardcore. Das ist extrem stark. Boah, verbremst. Aber erst hinter der Stelle zurück.
wieder weg, dann nutzen diese dann vom Konto, ey. Das ist. Dunkel. Ah, ich bremse hier immer noch viel zu früh, Mann. Du musst dafür schön Schwung mit raus, wenn du den Kopf nicht hörst. Wie bin ich wahrscheinlich dich zu bringen? Schüsse kann ich erstmal einen Vorsprung aufbauen. Das Problem ist, wenn man nicht zu schnell fährt und der Fleisch dran. Das ist zwar ein Haki schon, wenn der dagegen ist. Ich weiß nicht, ob der schnell ist. Das war äußerst scheiße. Ja. Frontrot. Das ist mich fast mit abgerollt. Das ist ein Engel, ich hätte fast wieder abgefangen, weißt. Ja. War es dein Verschulden oder das? Nein, es war mein Verschulden. Am Lastwechsel, Auto weg und dann. Weißt du, ich hatte mich schon wieder eigentlich abgefangen, den ziehe ich aber nochmal nach rechts, weil ich denke, er kommt nicht. Ja, ich kann die Kurve nicht mehr voll fahren. Ich fahre die zurzeit auch nicht voll wegen dem Sprit. Ich konnte die Vollgas fahren die ganze Zeit. Ja. Ich hab auch gerade Windschatten. Ja, ich meine, vorne haben wir eh nicht viel Aero, ne? Ja. Aber ich merke es doch schon. Was ist los, wenn ich jetzt bei denen dranbleibe? Freie Fahrt haben, bis es schon da ist. Das Problem ist, überall, wo man überholen kann, sind wir schneller aus den Kurven davor raus. Ach, ärgerlich, weißt du, weil ich zu weit den Curb hinschneide, weil dann da nicht der Arsch so rumkommt. Ja, dann konzentriere dich nur wieder zurück. Was hast du? Ja, den hier vorne wollte der Arsch auch schon. Bitte fahren wir weg. Ah, voll verbremst. Ja, ich hab halt, ich glaub, 6 bis 10 km/h weniger Topspeed.
ich aber auch. Oh, das bleibt raus. Ja, ich merke die Aero. Die fehlt ja vorne. Dann kannst du vielleicht überlegen, 16 zu fahren. Meinst du 13 übrigens? Oder 13, 17? Welche Runde hab ich denn jetzt überhaupt? Musst du. Oh, das nicht mehr. Ja, das ist der einzige blöde Punkt da dran. Der zweite Turn jetzt. Wollte ich fahren danach 13, ja. Puh. Ich kann immer wieder ein bisschen von Schüsse wegkommen, aber es ist nicht das Wahre. Ich kriege einen DMW von Tiefe 206er. Nicht immer schneller als ich. Also dann guck, wo ich jetzt die scheiß Rundenanzahl finden kann. Nee, gibt's nicht mehr. Ich war hier, dann bin ich mit der Uhr drauf. Ich glaube, da gibt es natürlich eine App dafür. Ah, ich werde dann durchgeräumt. Ich habe keine Chance gegenzuhalten. Dann konzentriere dich. Der B vom Ort kommt weg. Bisschen kommt mal ran, kommt mal weg. Also, wir können grob rechnen, jetzt noch um die 20 rum. Ich glaube, so bei 35 würde ich reingehen. Schön, dass du circa bei 27 schreien wirst. Jetzt mit dem Sprit passt. Bei dieser Fakt einschlagt, jetzt sage ich dir, wenn ich auch mal packen. Ja. Und hab ich halt später in den schlechten Reifen, ey. Musst du gucken, dass du die gut verwaltest. Oder ich mach 15-15, dass ich den Schaden irgendwie halbier oder halt versuch so aufzuschwingen, weißt du?
an. Schon was dauert so arg lange, die Karosserie da zu wechseln. Normalerweise ist so ein bisschen schlimmer stehen als mit Angst. Alten wechseln. Aber ich probiere, dass meine Reifen fangen jetzt an gelb zu werden. Ja. Der erste war schon an der Fuchs. Ja, Tschüssel fährt jetzt konstant das Langsport sehr. Das geht dasselbe Zeit und dem ist mit nur schneller. Aber die Falten. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie rankomme, das sind schon Reißgurten weg. Diese Runden habe ich gar keinen Schaden, 17, ne? Ja, muss ich noch zwei fahren. Arsch wird dadurch auch ein bisschen leichter und alles. Ja, aber damit habe ich bis jetzt sogar kein Problem. Also die Leute machen wie am Anfang. Rutscht ein bisschen mehr, aber ne. Du hast 10 Runden ungefähr gefahren. Ja. Ich kann ja nicht mal mehr voll fahren. Kannst du kriegen. Ich probiere es jetzt, ich gehe jetzt rein. Ich fahre dann halt mit. Wohl mit roten Reifen fahren. An der Stelle wird es nicht gehen. Da leuchtet schon eine Runde Problem. Das lohnt sich eigentlich nicht, weil du verlierst jede Runde mehr Zeit. Nein, das Reparieren dauert länger. Ja, verdammt. Oder ist es noch... Ah, oh, es geht fast auf Null auf. Verdammt, den werden relativ schlecht runter. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das ist weit von dort. Jetzt fängt er auch langsam an, ein bisschen blöd auf die Ganze zu schieben. Zwei Kurven. Beide? Mhm. Ja, das war ja Fahrfehler von mir, war ja nichts von dem Auto. Mhm.
Aber der hat nur das gemacht, was ich wollte. Das war da so über die Kurve heizen. Jetzt 20 Stunden gefahren. Ich würde dann zu gerne auf DMB aufholen. Oh, hier, Tschüss ist weg. Keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Marken wird bei mir auf 23. Liste. Christel steht an der Box, so wie es aussieht. Er stand in der Box. Sehe ich, was ich verloren habe in der ganzen Zeit, das war jetzt ein Scheiß eingebaut. Ja, knapp 4 Sekunden. Scheiße. Eine Schwurf, den wir aufholen, aber ich kann es nicht. Die wären halt Mediums, ne? Ja. Aber dafür ein Porsche. Ja, aber ich weiß nicht, ob die wechseln müssen. Ja, schon ein paar Runden fahren, schon noch 12 Runden oder? In 3, wenn es gut wird, noch 4 Runden. Alter, irgendwie komme ich ein Gefühl an den wir ran haben, aber ich kann's nicht. Krass, gell? Ach du Scheiße! Was denn? Ich glaube, Bobo kommt angeflogen. Fuck, Scheiße. Hier dich. Vorbeste Sound, oder was? Keine Ahnung, ich glaube schon. Und auch Bobo drunter. Deine Positionierung weißt du nicht, oder? 12. Dann ist es nicht Oberst. Na, in der Mitte ist Bobo. Da kommt dort dran geflogen. Heißt
mal kurz bei One Trans entschuldigen, weil er musste wegen mir abbremsen. Ich komme ein bisschen an Safe zurück. Der vor mir ist auf 21, ich bin 24. Ja, vor. Jetzt war das ein paar in der Box. Ich hätte gerade einen gleichen Park. Ich bin so von 12 auf 9 vor. Jetzt wächst in der Rundfassung raus, ich glaube. Next time, ich auch gleich wieder überholt. Ja, was ist meine letzte Runde, weil es jetzt auch zum Eingriff in den Reifen. Der Sprit reicht ganz schön. Nenne mir bei den Joe Fisherman und Schädling. Mag voll verbremst, Alter. Ich hab grad irgendwie, keine Ahnung, irgendein Fokus drin, ist dann voll auf die Strecke geschaut. Und dann war es, oh, Welle, soll ich dann schon messen? War schon der Zeitfall normal. Ich spiele die Box ab. Mal ruhig, ich muss mal auf die Flow jetzt mal werfen.
Schau mal auf den Schlüssel auf. Mad Ironman hast du schon bei 100, ne? Genau, ja, dann. Oh fuck, war ja der Problem scheinbar. Sein, dass es Boxenstopp war, plus Fehler war davor. Der Ironman neben der Strecke. Ja. Hält an. Und dann nicht abstellen, oder? Schüssel 279, ich wurde verwacht. Ach, das haben nebeneinander die Spur 1, ey. Oh, Wondras liegt jetzt schon mir raus. Drei Plätze gut gemacht. Läuft. Schönes Manöver. Und jetzt hinter dir.
War noch 7 Sekunden entfernt, aber. Was warst du für Zeit? Meine letzte war 2.058. Nice. Wieder 1,6 Sekunden aufgeholt. Wie viel? 1,6 Sekunden. Die Sekunden müssen noch voll noch. Ende. 6,2 noch gewonnen. Show jetzt mal unten oder was ist das? Ach ne, nicht schon. Vielleicht gegen gerade 6 Sekunden. Weniger werdend. 6, 5. Vor 5 bis 6 Sekunden. Ja, ich bin so 9 hinter dir noch. Dass du deinen Nutzen daraus ziehst. Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss nur hoffen, dass die da durch mal irgendwie irgendwelche Fehler machen, beziehungsweise noch mehr Zeit verlieren. Oder ist es konstant die langsamen Zeiten fahren? Weil dadurch komme ich auch schnell genug ran. Ich hier nur noch 4,5 Sekunden. Scheiße, meine Reifen sind schon da im Arsch. Das ist ein Geld. Ach, seh dich immer die erste Kurve einbiegen, weißt du, wenn ich einen Punkt loben kann. Ja. Besser kämpfen bei der Raymond Stones. Also die zwei will ich unbedingt nicht bekommen. Noch nicht. Und die lange rechts zu zweit nebeneinander.
Ah, das wiegt noch meine Fehler wieder auf. Viel Spaß in der Schere. Ja, sind jetzt mehrisch. Aber gibt's da keine Punkte für uns? Ich schon. Und jetzt sieht's aktuell so aus. Also ich werde keine Punkte mehr einfach glauben. Und auch von der Schicke. Checks hat nochmal einen Platz verliert. Weil ich weiß nicht, ob er schon alle Bock war oder nicht. Fakt ist, er ist jetzt in Schattenreichweite oder wieder auf dem Pfeil. Ja, kann er frei ziehen oder ist das unser Ding schnell genug? Tschüss, Fettballer, bis dort. Dann ich mich nochmal massiv dran. Das ist ein Schausenfall. Einmal gespielt haben. 2,4 Sekunden. Aber ich weiß ja nicht, was deine Reifen machen, weißt du? Nächste Runde bin ich dran. Robotron, große Fehler. Nur noch 5 Sekunden vor uns. Oberst. Nee, Robotron. Robotron ist so, du meinst ganz vorne. Ja. So, ich dachte, du meinst direkt in deinen Konkurrenten. Nee. Ich bin in den zwei Streitthemen jetzt gleich dran. Zwei, drei Wagen lenken überhaupt. Ja, ich bin aufgefahren. War das nicht? Jo. Nee, voll verbremst. Das Problem ist, ich muss schnell vorbei, weil ich die Fischereifen habe. Und tschüss, Herr Winscher. Ich dachte, es wäre kacke, jetzt bin ich schnell wach, ich dachte, es ist hier gerade vorbei.
Tschüss, dann bin ich mal safe. Ich hab minimal quer gestanden und das war's dann. Ob es da ein schöner Quersteher, könnte der auch minimal weg gewesen sein? Keine Ahnung. Aber ich komm ran. Ja, meine Reifen sind unter hinten, der Arschbombe ist ständig. Dann wird der McLaren von hinten klickt. Hab's nicht gehört. Leute, Hirsch, McLaren ist nicht ganz voll. Ich weiß gern von hinten, aber nur leiser werden. Oh ja. mein Auge ist jetzt so unruhig, ich muss jetzt. Ja, vorne noch safe. Den Stone muss ich jetzt so vorbei. Problem ist aber, Jesse ist auch auf dem Versuch. Bitte? Mann, ey. Und über von den Schüssen haben wir jetzt gerade der Runde einen Angriff auf Stone gekostet. Vom Sturz hier gerade. Schön ist halt drin von der Größe, einfach Sportler, der geht hier, der McLaren einfach so nebenbei. Bitte? Von der Größe einfach Sportler, der geht hier, der McLaren einfach so nebenbei. Was? Mit der Comet-Kurve komme ich extrem nah ran, an Stones. Würde ich in rechts kehren, dann knisch mal vor. Tschüss, ist weg. Abgeflogen oder was? Genau, er ist einfach weg. 5 Sekunden. 6. Ich muss jetzt mal zusammenreißen. Das ist doch ein bisschen. Noch 3 Runden, glaube ich. DMB hat einen fetten Fehler gemacht. Nur noch 5 Sekunden vor uns. Oh, da dreht sich den Checks weg. Ausgangsstand 7. Schön, bis wir bald durch. Da unten, glaube ich, leicht begrenzt. DMB wieder neben der Strecke gewesen. Der hat gerade extreme Probleme. Unter Umständen können wir den sogar noch machen. Ja, ich nicht mehr, ich bin 50 Minuten hinter dir. Ja, na, ich meine, das ist da unten nicht mehr. Ich hab Jason noch überholt. Er ist noch in die Box gefahren.
Jetzt machen wir wieder die Tür zu, es nervt. Mann, verbremst. Da eben abgelenkt bist. Alle reichen Geld, wird es fällt wieder einigermaßen gleichmäßig. Nach 2 Euro. Da uns ist fast ein BMW. Ich komme auf der Mitte da unten ins Downtown. Ungefähr. Ja, ich wollte, dass ich keinen Fehler mache und den Platz gewinnen. Kann ich ihn schon mal über Turbo aufdrehen? Wieder ein Stone dran. Also 1, 2 Bar an. Wer Turbolader drückt, von Pipi. Okay, ich könnte jetzt einen absoluten Retter und einen absoluten Zerstörer machen. Aber vielleicht müssen wir. Das Problem ist, der Typ ist 4 Sekunden weg, also ich glaube es eher weniger. Okay, nächste Runde bist du vielleicht doch noch. Und dann müssen wir doch mal runter. Und das DMW muss an dem vorbei. Wir weiß ich noch nicht. War mein erster Reifen ist hoch, scheiße. Ja, oh, das ist alles vorbei, super. Leader ist on final lap, und Leader ist auf dem hinter mir. Ja, warte mal. Das ist ganz wichtig, das ist Stieg. Letzte Kurve noch rasch. Kann ich mich mit dem dranbleiben. Den Willensdot kämpfen gleich. Problem ist, ich bin nur an Schlagdistanz, falls irgendjemand einen Fehler macht. Stone nicht vorbei. Schade. Da glaube ich kein Sprit mehr. Kann sein, ich weiß es nicht. Ich bin mal mit dem BMW dran. 0,7. Muss da eigentlich einen Toucher machen. Und nicht sauber fahren. Das Problem ist, er kommt wahrscheinlich besser aus der letzten Kurve raus. 100%ig, weil Porsche halt. Ja, warte. Ich bin dran.
Scheiße, reicht nicht. Ja, kommt ein bisschen besser raus. Oh, das gibt's nicht, ey. Komm, jetzt will ich nur überholen. Ziel.